Herzlich willkommen zur nächsten Rise Son of Rome Episode hier auf Vipel Games for You. Ich bin so Ivo. Wir sind hier mitten im Geschehen. Ist auch schon die nächste, das ist die letzte Kampagne, beziehungsweise letzte Kapitel. Also sind wir so gut wie fertig. Mal schauen, wie das weitergeht. Lass mir hier einfach so viel abschießen, wie irgendwie geht. Okay. Gut zu wissen. Jetzt zum Ende vom Spiel. Oder wie soll ich das hier sagen? Ich soll jetzt erstmal hier meine töten, oder? Okay, okay. Kein Problem für uns. Okay, da kommen wieder welche. Was soll denn das? So. Okay, die haben wir getroffen. Kein Problem. Ah, das geht doch ab, geht doch ab, geht doch ab. Das ist nur für die, ey. Okay. Wird gemacht, wird gemacht, wird gemacht. Kein Problem für uns, das Ganze hier. Eben die Moral der Truppe. Interessant. Alle tot, kein Problem. Gut, gut. Macht der da für einen Quatsch? Der sich da immer in Deckung liegt, ey. Der Sausack. Nicht so gut. Sie gehen ihre Krieger an. Bin noch dabei hier. Wird gemacht, wird gemacht. Eieiei, was eine Action hier. Wir sind aber tot. Kommt da noch einer, oder? Nee, kommt da nicht. Die schützen Marius, bevor sie ziehen können. Bin dabei, bin dabei. Bleib stehen, du Sau. Komm wieder ein Krieger oder sowas. Die haben wir doch alle. Kriegselefant, das ist klar, Mann. Bin dabei, Mann. Was geht denn hier ab? Wie lange soll denn das hier noch gehen? Okay, wir haben es, glaube ich, geschafft. Okay, gut, gut. Oh. Die brechen, glaube ich, jetzt durch. Oh Mann, was eine Action. Die Armee der Stonekrieger rückt vor. Bei den Göttern. Diese dreckigen Bastarde werden immer mehr. Wir müssen sie aufhalten. Feuer frei!
Ich führe den Gegenangriff. Ich brauche jeden Nein, Mann. Ich führe den Angriff. Du schaffst es niemals zurück. Ich kann nicht den ganzen Rom dir überlassen, oder? Nee. Alles klar. Jeff, hier kommt. Ab geht die Party. Uiuiui. Sollte schon an dem Elefanten oder sowas sein. Ja. Tatsache. Und die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Alles klar, dem Auge ausgestochen. War schon gut gemacht. Der tötet die ja wohl jetzt nicht. Das war knapp. Okay. Gehen ab. Wir gucken uns das Ganze an, was? Wo wir Stärkung, um Vitalion zu unterstützen. Sollen wir das machen? Okay. Herr, die vierte Reservekohorte steht bereit. Aber unsere Reihen wurden durchbrochen. Plünderer durchstreifen die ganze Stadt. Verstanden. Hier geht's weiter, okay. Müssen wir jetzt wahrscheinlich die Plünderer töten. Damit wir die dann als Unterstützung da hinschicken können. Erstmal die Kleinen hier vielleicht irgendwie machen, wenn es möglich wird. So, komm schon. So, zack, zack. Erster kleiner weg. Den zweiten können wir auch töten. So. Alles klar. So, den dicken. Perfekte Kette. Interessant auf jeden Fall. Stell dich deinem Tod. Zack, zack, zack. Immer weiter, immer weiter. Der ist halt einfach nur langlebig, aber was können tut er auch nicht. Ich könnte jetzt langsam mal sterben. Danke. Dann gucken wir nochmal wegen den Hinrichtungen, dass wir da die restlichen Punkte gerade noch auch reinballern. Was auch immer es bringt. Wir werden es bestimmt nur noch sehen, dass wir ein paar neue Hinrichtungen haben. Und das haben wir gar nicht genug, okay. Dann war's das erstmal wieder. So schnell kann man die Punkte hier ausgeben, würde ich sagen. So müssen wir jetzt hin, hier ist nichts. Hier geht's weiter, alles klar. Okay, Speicherpunkt. Wir sind wohl Verstärkungen, wenn wir denen helfen. Vierte Kohorte! Ja, Herr! Was mit euch? Kommt schon! Hier lang! Hier wohl rum, schätze ich mal. Wir müssen einen Weg freiräumen. Vitalion ist auf der anderen Seite. Scheiß da drauf, gehen wir hier erstmal hin. Okay.
Okay, müssen wir da frei rein. An die Arbeit! Ja, Herr. Plünderer! Plünderer auf der anderen Seite, also müssen wir jetzt gegen die kämpfen, denke ich mal. Ich werde die Seite beschäftigen. Legionäre! Nehmt zur rechten Verteidigungsstellung ein! Schützen! Auf die linke Plattform! Oh, was geht denn hier ab? Ja, das tue ich gar nicht. Lass mal weg hier. So, kämpfen wir eine Runde. Machen wir lieber mal hier den Fokuskram an. Salve abfeuern! Salve abfeuern! Salve abfeuern! Da muss ich mal ein bisschen schneller machen, der Sausack. Okay. Kommt schon. Da ist nichts los. Weitermachen hier. Fokus benutzen ohne Ende. Und nicht, dass wir den für irgendwas anderes brauchen können. Schnell weg mit dir. Was war das denn, du Sausack? Tut mal den mal weg. Genau, ruhig auf Wuffelzeug gewinnen anmachen. Salve abfeuern! Hat er sogar gehört, bin beeindruckt. Salve abfeuern! Zack, zack. Okay. Kein Ding, kein Ding. Salve abfeuern. Salve abfeuern. Sausack, ey. Lass mal dem doch ordentlich einen rein verpassen hier. Wieder auf HP umwechseln. Können wir jetzt ein bisschen besser gebrauchen wieder. Zack, zack. Okay. Legendärer Treffer. Okay, den können wir finishen. Was wollen wir mehr? Sehr gut. Das war ein cooler Finisher. Muss ich sagen. So, der Klonkrieger hat jetzt einen Helm auf. Wird dadurch ein bisschen stärker scheinbar. Sehr gut, sehr gut. Den können wir finishen. Okay, irgendwie jetzt nicht mehr. Komm schon, will ich finishen? Anders will ich doch gar nicht. Okay, ich kann mal finishen. Machen wir das doch. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt geht's. Zack, zack. Und noch. So, den können wir auch finishen. Sein Ding, sein Ding. Den können wir finishen. Sehr gut, lass mich den finishen. Okay. Legendärer, legendärer Treffer. So, weg mit dir. Komm schon. Okay, weg mit dir. Zack. Zack. Kein Problem. Haben wir den weg? So, nehmen wir den jetzt auseinander. Sehr gut. Nächste Runde. Ich denke, nach dem ist Schluss. Denke ich zumindest. Okay, sieht gut aus. Da vorne hin. Drücke vorne, hilf Italien. Okay, wird gemacht. Rom wird nicht fallen. Gut,
Wenn du das sagst, wird es so stimmen. Speicherpunkt wieder. Nehmen wir hier mal wieder den Fokus an. Wir haben ja genug. Nächste kaputt machen hier. Zack. Und finishen. Zack, zack. Gar kein Ding hier. Ich hätte wohl ganz gerne hier mit Schwerenschlägen auf uns zuzukommen. Bin ich jetzt nicht so der Freund von. Hey, du Sausack. Fokus an und weg mit dir. Lach hier nicht nur. Ist dein Bock drauf. Zack. Zack. Kein Ding, kein Ding. Wo gehen wir denn jetzt hier hin? Kommen wir hier hin, oder? Okay, hier kommen wir hin. Weiterkämpfen, ey. Geht ganz schön was ab hier auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Blocken, blocken. Was soll denn das? Blocken gesagt. Weg mit dir. Schnetzeln, 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 schnetzeln. Okay, das sieht gut aus. Was ist da los? Wo ist das vorbei? Nee, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier noch irgendwie Scheiße gemacht haben. Oh nein, die hatten erwischt. Ja, hat sie ihn erwischt. Hoffentlich sollte das so sein. Ich hoffe einfach mal. Okay, dann machen wir wieder einen Eingriff der Götter, oder wie soll ich das interpretieren? Oh Mann, da fällt er um, der Idiot. Du schon wieder? Marius, Sohn Roms, erhebe dich. Noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Sieh dich um. Wie soll ich den Fall Roms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. Aha. Boudica. Okay, so sind wir dann zum Kaiser gerannt. Scheinbar. Boudica. Interessant. General! Wir können Sie nicht mehr lange aufhalten! Boudica. Herr! Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch... Geht da jetzt ab? Die Gunst der Götter ist versiegt! Wir müssen... Zurückfallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer verlassen? Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom! Alles klar. Ich schwöre dir, Centurio, dass Rom nicht fallen wird. Nicht heute. Heute kämpfen wir. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Palast angreifen. Los! Verstanden. Die Frontlinie wird halten. Und wenn ich selbst dafür sorge. Okay. Gehe zum Flussufer. Interessant, interessant. Bin ich mal gespannt. Hier lang, General. Boudicas Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Wir durchbrechen Boudicas Leibwache und töten sie. Man kann mich
Ah ja. Gut, dass sie das wahrscheinlich alle richtig verstehen werden. Töte die Barbaren am Flussufer. Alles klar. Die hier wahrscheinlich. Weg mit dir, du Scheißvieh. Machen wir erstmal ein bisschen HP-Zuwachs wieder. Schaden kannst du ja nicht. So, dich erstmal wegmachen. Zack. Zack. 10 Punkte an HP, den wir kriegen und dann ein bisschen voll sind, ist natürlich nützlich. Nehmen wir mal so ein Fokus-Ding an, denke ich. So ein bisschen viel hier los. Zack, zack, zack. Zack, zack. Genau, der ist weg. Dann gucken wir jetzt mal den Rest jetzt hier mit ja, ja, ich blocke schon, das willst du mehr. Ergibt dich schon das Spiel, ne? Okay. Das würde ich den da gerne umtöten. Dann nehme ich nämlich mehr als du, Decker. Erstmal noch weiterhin auf HP. Ich denke, das ist ein bisschen wichtiger gerade. So. Und weg mit dir. Sehr gut. Sehr gut. Mit dem Schild, Alter. So, 2, 3 und weg mit dir. Zack. Dann dürfen wir jetzt wieder ziemlich voll sein von der AP her. Okay, wo sollen wir denn hin? Das hier? Okay. Kein Problem. Öffnet dieses Tor! Aufdrücken! Wege dich zum nächsten Gebiet hier wahrscheinlich, oder nicht? Oder? Nee. Okay. Da unten durchs Tor, das jetzt aufgegangen ist. Lass sie mich mal runter hier, was soll denn das? Was zur Hölle, ey? So, nächstes Gebiet. Wo ist denn das nächste Gebiet hier? Geht's hier irgendwo rein? Hier geht's rein. Okay. Was ist hier los? Speicherpunkt. Folge mir. Neue Pfeile. Unterstützt sie. Rosige Budika. Okay. Salve abfeuern. Salve abfeuern. Können wir das kaputt machen? Nee, können wir nicht, oder? Ich denke zumindest eher nicht. Müssen wir hier rum. Salve abfeuern. Geht's auch nicht rum. Hier für Deppen. Können wir auch nichts machen. Ein bisschen verwirrt gerade. Salve abfeuern. Bringt halt auch nichts, wenn wir von hier aus anfangen, jetzt drauf zu ballern. Ist ein bisschen lächerlich, denke ich. Persönlich. Vielleicht müssen wir nur den einen da oben töten. Kann ich mir aber irgendwie jetzt auch nicht vorstellen. Okay, Salve abfeuern. Da haben wir was Interessantes. Den haben wir wohl erwischt, oder? Jetzt zumindest. Okay, wollen wir noch irgendjemanden töten oder eher nicht? Salve abfeuern. Gucken wir es halt, wenn ihr es nicht wollt. Töte alle Gegner, die wir immer bedrängen. Los, Männer. Okay. Ausrücken. Müssen wir jetzt eigentlich mir irgendwie mal den Weg frei machen? Oder sehe ich das falsch? Kann jetzt so ein bisschen gegenfeuern, aber es bringt halt nichts. Bisschen seltsam. Was soll man jetzt hier machen? Können wir jetzt hier rumgehen oder was? Na, jetzt ist hier das Tor offen, sehr interessant. Oh Mann. Budika auf dem Elefanten! Budika auf dem Elefanten. Wie sieht's mit der Artillerie aus? Da oben auf der Anhöhe steht ein Skorpio-Herr. Diese Elefanten sind zu stark. Okay, wo ist jetzt hier dieser Skorpio-Kram?
Okay, hier sind wir tot. Sehr interessant. Weiß nicht genau, wo wir jetzt dahin sollen, wo dieser Skorpion sein soll, der die Elefanten ausschalten soll. Vielleicht sollen wir da entlang gehen, wo wir eben waren, nur schneller. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Erstmal muss er eine Runde laden. Bekannterweise. Ja, komm schon. Okay. Hier ist was. Okay. Hier können wir nicht drüber. Okay. Bringt uns das Ganze dann hier? Wozu sind wir jetzt hier hin? Den muss ich nicht verstehen, oder? Gehen wir mal hier nach vorne, damit das Ganze getriggert wird. Vielleicht ist dann da irgendwie was. Gucken wir mal. Indika! Auf dem Elefanten! Sie versucht, die Palastverteidigung zu durchbrechen! Wie sieht's mit der Artillerie aus? Da oben auf der Anhöhe steht ein Scorpio-Herr! Okay. Herr! Nicht zu weit fortbewegen! Feindliche Schützen! Nicht zu weit fortbewegen. Wo sollen wir sonst hin? Okay, und jetzt? Ah, ich muss da vorne hin, oder was? Okay. Ich hab's verstanden. Noch ein Kriegselefant! Okay. Der Sturm vor! Alles klar, Mann. Gut, dass die Elefanten nicht irgendwie ausweichen können. Und in eine andere Richtung gehen können. Bisschen lächerlich, aber okay. So haben wir das geschafft, scheinbar. Da ist der Speicherpunkt. Wohl ihr Kriegselefant, schätze ich mal. Auch wenn wir nichts dafür tun mussten, außer hierher zu kommen. Die gibt aber auch nicht auf, ne? Hartnäckig ist sie, die gute. Ja, bevor wir die töten, würde ich sagen, machen wir einen ganz gemeinen Cut an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.